Am Dienstag ab 16 Uhr steigt auf unserem Twitch Kanal Max wieder das Ränkespiel und wir spielen endlich wieder Crusader Kings 3. Wie immer natürlich mit hochkalibrigen Strategen, mit Steinwallen, mit Edop und mit Murp. Da sollte jeder Strategiefan einschalten. Vor allem, weil wir diesmal auch was Neues probieren, was die Startposition angeht. Wir starten diesmal in Spanien, was sowohl in Crusader Kings 3 als auch historisch keine ganz so einfache Lage ist. Denn das Land ist zerrissen und dicht gedrängt. Haufenweise christliche Königreiche und muslimische Emirate wetteifern da um die Macht. Und deswegen haben wir die Spieler diesmal aufgeteilt. Bislang haben wir im Ränkespiel alle immer im gleichen Reich gestartet. Diesmal haben wir zwei christliche Könige. Und zwei muslimische Emire, die alle so ein wenig schauen werden, was denn da in Spanien so geht. Und das heißt nicht, dass das zwei Spielerfraktionen sind, die unbedingt zusammenarbeiten müssen. Es kann auch sein, dass einer der Emire vielleicht auf die Idee kommt, er sollte der Emir sein, der alle anderen Emire beherrscht. Und bei den christlichen Königen auch historisch gesehen, ne, der Zusammenhalt war da ja auch nicht immer festgegeben. Also gucken wir einfach mal, welche Intrigen, welche Kriege, welche Ränkespiele sich da so ergeben. Seid auf jeden Fall dabei. Ich glaube, es wird wieder sehr spannend.